Hallo? 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 Wo sind wir hier, Schatz? Keine Ahnung. Das gibt's doch wohl nicht, ey. Einmal kurze Pause bei YouTube eingelegt, jetzt sind wir hier irgendwo nirgendwo. Hallo? Ist da jemand? Hallo? 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 Was wollt ihr? YouTube-Videos drehen? Was ist das für eine Frage? Ist das ein Idiot? Ja. Mach mal nicht diesen hier, lass mich mal jetzt wieder meinen Platz da, ja? Ihr hattet eure Chance. Alter, ich will jetzt hier meine YouTube-Videos machen. Also seh zu, dass du mich hier an meinen Platz schickst und meine Frau mit, ja? Ich gebe euch eine letzte Chance. Nutzt sie weise. Abracadabra, Simsalabim. Da sind wir wieder, Freunde. Da sind wir wieder. Guck dich um hier, alles neu, wa? Alles neu, sogar Pflanzen haben wir hier. Ja. Leute, wir sind wieder da. Wir haben uns eine kleine Pause gegönnt. Aber wir sind, ich würde sagen, stärker, motivierter je zuvor zurück. Frisch. Ja, wie ihr mitbekommen habt, haben wir ziemlich lange keine Videos gedreht. Wir sind ehrlich zu euch, das lag ein bisschen an, uns sind keine Ideen eingefallen, weil wir halt so versteift auf Challenges waren. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, unseren Kanal einfach offener zu gestalten. Ne? Bedeutet, es wird auf diesem Kanal alles geben. Wir versteifen uns auf nichts, weil ich steif gesagt. Was kommt, kann alles sein. Wirklich alles. Es könnte sein, dass auch mal ein Video kommt, wie ich einfach 10 Minuten am Tisch sitze und eine Schüssel Kelloggs esse. Das habt ihr euch reinzupfeifen. Was hast du denn? Ja, wie ihr merkt, wir sind wieder mit voller Energie da. Und heute, wir haben uns vorgenommen, wir wollen mehr auf diesem Kanal machen. Und was machen wir heute? Eine Challenge. Ja, das Ganze fängt wieder an mit einer Challenge. Und zwar geht's heute um den Beziehungstest. So, Spaß, Leute. Also, wir würden jetzt einfach mal sagen, wir fangen einfach an. Ich erkläre jetzt auch nicht groß, das ist einfach selbsterklärend. Ne? Also, sie sitzt gleich hier, kriegt Fragen gestellt. Ach so, mit dabei ist meine liebe Mami. Genau, schrei mal kurz Hallo. Hallo. So, ich verabschiede mich jetzt und dann kriegt sie Fragen gestellt. So, macht's gut, bis gleich. So, Marcel ist jetzt weg, er ist im Schlafzimmer. Ich bin jetzt hier alleine, also mit meiner Mutter. Und sie wird mir jetzt die ersten Fragen stellen. Ja. Was kann Marcel so richtig auf die Palme bringen? Ich. Was kann dich so richtig auf die Palme bringen? Meine Frau. Und meine Schwiegermutter. Marcels Lieblingsvideo. Marcel, sein Lieblingsvideo. Von unserem Kanal oder? Sein Lieblingsvideo. Was ist Marcel sein Lieblingsvideo? Keine Ahnung. Wenn du jetzt sagen würdest von unserem Kanal, wüsste ich es vielleicht, aber... Strich, keine Ahnung. Egal. Und was ist Marcel sein Traumauto? Oh je. Marcel hat viele Traumautos. Ein Käfer. Was ist dein Traumauto? Oh Gott. Mein absolutes Traumauto ist einfach so, das hat sie mit Sicherheit nicht gesagt, obwohl ich es letztens erst gesagt habe. VW Käfer. Wie groß ist Marcel? 1,81. Wie groß bist du? 1,81 Meter. Wo würde Marcel mal hinreisen wollen? Doofe Frage. Wo genau? Ich glaube, Marcel würde gerne mal eine Weltreise machen. Wo würdest du gerne mal hinreisen wollen? Oh. Ja, ich würde gern mal nach Dubai. Womit hat Marcel als Kind am liebsten gespielt? Mit Autos. Womit hast du als Kind am liebsten gespielt? Mit meinem Penis. Nein, womit habe ich als Kind am meisten gespielt? Ich würde sagen, mit kleinen Spielzeugautos. Habe ich zigtausende Kisten von gehabt. Was würde Marcel mit 1 Million Euro anfangen? Er würde sich wahrscheinlich ein Auto kaufen und ein Auto kaufen und ein Auto kaufen und ein Auto kaufen. Keine Ahnung. Du hast 1 Million Euro.
Was würdest du damit anfangen? Ich würde mir als allererstes eine riesen Halle kaufen und würde mir jedes Auto, was ich liebe, in diese Halle stellen. Okay. Und was ist Marcells Lieblingsstellung? Was? Beim Sex? Sag ich nicht. Es kommt immer drauf an. Marcel ist unsichtbar. Und was würde er als erstes tun? Wenn er unsichtbar wäre? Mehrere Sachen. Keine Ahnung. Zu Leuten schweben und sich in die Ecke stellen, um zu hören, was sie sagen. Du bist unsichtbar. Was würdest du als erstes tun? Ich würde wahrscheinlich aus dem Film Click eine Szene nachspielen. Click, ist dir bekannt? Mit Adam Sandler? Der kann auf Pause drücken und dann geht er zu seinem Chef, stellt sich auf den Schreibtisch und furzt dem ins Gesicht. So, und dann haut er dem in die Fresse. Und irgendwann macht er wieder auf Play und dann sagt der Chef, ich schmecke scheiße. Das würde ich machen. Ich würde irgendjemanden, den ich nicht mag, würde ich sowas von heftig ins Fressbrett furzen. Mit Gewicht. Richtig so. Und wann hatte Marcel das erste Mal Sex? Mit 14. Wann hattest du das erste Mal Sex? Mit 16. Ja, dann haben wir die 10 Fragen schon durch. Ja. So, ich bin dann weg und Marcel sitzt gleich hier. Bis gleich. Was kann Lisa besser als du? Lisa ist unfassbar kreativ. Also sie ist kreativer wie ich. Und ich würde sagen, sauber machen. Was kannst du besser als Marcel? Putzen. Auf welcher Seite trägt Lisa ihren Scheitel? Warte mal, wenn sie vor mir stehen, nach da. Ich muss kurz. Nach rechts. Auf welcher Seite trägst du deinen Scheitel? Links. In wen war Lisa im Kindergarten oder in der Schule verknallt? Ich weiß nicht, wie der mit Vornamen heißt. Ich weiß nur Nachnamen, glaube ich. Gerwin? In wen war Lisa im Kindergarten in der Schule verknallt? In Dennis. Das weiß der niemals im Leben. Welche unnatürliche Fähigkeit würde Lisa sich wünschen? Boah. Bis vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, unsichtbar zu sein. Aber ich glaube, fliegen. Welche übernatürliche Fähigkeit würdest du dir wünschen? Welche übernatürliche Fähigkeit? Zaubern. Wie viele Beziehungen hatte Lisa? Ich bin die dritte. Wie viele Beziehungen hattest du? Also, richtige. Ja. Mit Marcel 3. Und die sechste. Oh, okay. 3-2, also für das. Was ist Lisas dunkelste Angst? Ihre dunkelste Angst ist eigentlich, war es nicht im Schlaf in den Arsch gebissen zu werden? Ja, was? Die pennt immer mit dem Arsch an die Wand, weil sie Angst hat. Das ist von Kindheit aus, dass sie in den Arsch gebissen wird vom Werwolf. Meine dunkelste Angst ist, irgendwann Krebs zu kriegen. Also richtig krank zu sein und das nie wieder loszuwerden. Welche drei Dinge macht dich am meisten an? Also was? Welche drei Dinge machen Lisa am meisten an? Mhm. Sexuell bezogen. Ja, sexuell? Keine Ahnung. Wenn du jetzt sagst, zum Geschmack sage ich Schokolade, Schokolade und Schokolade. Wenn du jetzt aber sagst, sexuell, dann hau ich hier einen raus. Nein, Spaß. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann keine Antwort darüber geben. Wenn du mir nicht spezifisch sagen kannst, ob sexuell oder normal. Nee. Kannst du nicht sagen. Dann gebe ich keine Antwort. Welche drei Dinge machen dich am meisten an? Welche drei Dinge mich am meisten anmachen?
A, B und C. Ist Lisa schon mal fremd gegangen? Ja. Oder betrogen worden? Ja, beides. Ja. Ja und ja. Fremd gegangen noch. Nie. Okay, jetzt habe ich gelogen, das stimmt nicht. Ja, habe ich schon gemacht. Und betrogen worden wurde ich auch schon, ja. Und dann sind wir schon bei der letzten Frage. Lisa ist einen Tag lang ein Mann. Mhm. Was tut sie als erstes? Die würde sich erstmal gepflegt einen von der Palme wedeln. Die würde sich den Lörris den ganzen Tag reiben. Mir am Schnippel rumspielen. Und mich hinstellen und immer hier den hier machen, dass der So, laut Berechnungen meiner lieben Schwiegermama, die aber nicht die hellste ist, muss man sagen. Aua. Hat wohl Lisa nur 3 falsch gehabt. Das heißt, Lisa ist die bessere Partnerin. Aber nichtsdestotrotz, Schatzi, komm ins Bild gebeamt. Lieben wir uns, wir bleiben zusammen, oder? Vielleicht. Nein, ernsthaft jetzt. Ja, okay. Gut. Bin ich zufrieden. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Sollte es euch Spaß gemacht haben, dann klatscht doch mal den Daumen auf den Daumen. Verstehst du, was ich meine? Nach oben, wa? Und Kommentare schreiben. Ballert ordentlich Kommentare unten rein. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ne? Hast du noch was zu ergänzen? Nein? Gut, oder doch? So. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns nächsten Sonntag um 11 Uhr spätestens wieder. Haut rein. Bis denn. Sven. Ciao. Ciao. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you. Come along and see it's true. But the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Kid from California. Trying to make it in life. It's school they never taught ya. Dreams of my own.